Ganz kurze Frage noch mit Bitte um kurze Antwort. Wir haben eben immer wieder gehört, er hat offensichtlich auch versucht, ein bisschen Ängste zu schüren vor einem nuklearen Zwischenfall. Glauben Sie wirklich, dass Russland im schlimmsten Fall ein Atomkraftwerk in der Ukraine angreifen könnte, Saporischschja? Also ich glaube nicht, dass man unmittelbar ein Atomkraftwerk angreifen würde. Denn die Reaktion bzw. die Konsequenzen wären ja auch in Russland spürbar. Mhm. Oder zumindest das Risiko ist sehr hoch, je nachdem, wie die Witterungsbedingungen sind. Also das glaube ich nicht. Ich glaube aber sehr wohl, dass es durchaus zu Scharmützeln im Umfeld der Atomkraftwerke kommen kann. Und man muss die Bedrohung zweifelsfrei ernst nehmen. Vor allen Dingen dann, wenn ich gerade höre, dass Russland selber, also Putin, heute noch eine Konferenz veranstalten wird in seinem Sicherheitsrat über die Frage, wie reagieren wir nuklear gegebenenfalls, wenn tatsächlich der Westen weitreichende Raketen freigibt. Also dies ist noch ein höchst komplexes Thema. Ich hoffe nicht, dass es zum Ganzen kommt. Und ich gehe davon aus, dass dies noch eine weitere Frage von Verhandlungen ist, die aber schnellstmöglich getroffen werden müssen. Absolut. Dankeschön, Herr Carter, für Ihre Einschätzung. Gerne.